Das Video der Schande. Warum immer mehr Menschen den türkis-rot-grünen Politikern misstrauen? Werner Kogler in der ORF-Pressestunde am 7. November 2021. Ich schließe eine Impfpflicht, eine generelle Impfpflicht, tatsächlich aus. Der türkise Clubobmann August Wöginger im Zuge einer Nationalratssitzung am 3. Mai 2021. Es gibt keine Impfpflicht in diesem Land und die wird es auch nicht geben. Der frühere Kanzler Schallenberg sagte noch im November in einer ZIP-Spezial. Eine generelle bundesweite Impfpflicht, da bin ich etwas skeptisch. Und auch sein Vorgänger, der gescheiterte Sebastian Kurz, betonte: Wir haben in Österreich keine Impfpflicht und das ist gut so. Doch auch die anderen Minister nutzten jede Möglichkeit, um ihr Nein zur Impfpflicht zu bekunden. Die wird es nicht geben. Das sollten die Menschen selbst entscheiden. Wurde Verfassungsministerin Ed Stadler noch im Juli 2021 auf heute.at zitiert. Und auch jener Herr, der nun komplett im Liegen umgefallen ist, sagte einst: Also ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass wir damit nichts erreichen werden. Noch konkreter wurde Tourismusministerin Köstinger, die nun mit ihrer Kehrtwende den Tourismus und die Gastro vollkommen an die Wand fährt. Wir wollen auf jeden Fall keine Impfpflicht in Österreich. Und wer denkt, dass nur Türkis und Grün die Menschen hinters Licht geführt haben, irrt sich gewaltig. Der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser von der SPÖ, gab bekannt: Ich glaube, eine Impfpflicht ist nicht das adäquate Mittel. In Selbehorn stieß der rote Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGBs. Eine allgemeine Impfpflicht generell wollen wir nicht. Von Doskozil und Co. ganz zu schweigen. Sie alle haben den Menschen etwas vorgemacht. Die FPÖ blieb und bleibt konsequent. Nur wir sagen Nein zum Impfzwang. Jeder soll selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.